Bevor, vorher, davor, zuvor. Was ist eigentlich der Unterschied? Die gute Nachricht ist, vorher, zuvor und davor haben die gleiche Bedeutung und im Satz auch die gleiche Position. Der einzige Unterschied ist, dass zuvor formeller ist und eher in der Schriftsprache verwendet wird. Beispiel: Ich gehe in den Supermarkt. Vorher, davor, zuvor schreibe ich einen Einkaufszettel. Achtung, das Verb folgt direkt nach davor, zuvor oder vorher. Bevor hat auch die gleiche Bedeutung wie die Adverben, jedoch ist bevor ein Konnektor und leitet einen Nebensatz ein, daher muss hier das Verb am Ende stehen. Beispiel: Ich schreibe einen Einkaufszettel, bevor ich in den Supermarkt gehe.